Ja, ich stehe hier vor einer neu gebauten Reifenhalle. Jetzt zwar nicht unbedingt genau das, was wir empfehlen. Die ist immer noch eine ganze Spur zu hoch. Aber schon mal besser als das, was wir normalerweise sehen, wenn es dann drin zweistöckig wird und ähnliche Dinge. Auf jeden Fall ist es ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie man mit unserem Logistore-System eine solche Halle, und die kosten ja richtig Geld, einfach optimal nutzt. Einfach eine ganz andere Art der Rädereinlagerung, beweglich mit viel, viel mehr Möglichkeiten und deutlich günstiger als mit feststehenden Regalsystemen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Grundsätzlich geht es darum, ein klassisches Reifenregal einfach beweglich zu machen. Vier Lenkrollen, davon zwei Rollen gebremst. Das ist einzigartig. Das ist insofern etwas ganz Besonderes, als diese Rollen ein ganz niedriges Losbrechmoment haben müssen. Das heißt, es muss ganz einfach sein, diesen doch ordentlich schweren, dieses schwere Element sehr schnell und einfach zu bewegen. Das heißt, mit einem leichten Schubs in die Bewegung zu kriegen. Das geht tatsächlich nur mit hochwertigen Rollen, mit sehr, sehr guten Lagern, die auch bei voller Belastung immer noch in der Lage sind, ganz einfach loszurollen. Das ist hier schon mal mit drin. Ein großer Qualitätsvorteil. Das zweite ist, alles, was wir hier sehen, ist made in Germany. Wir haben hier sehr, sehr stabile Stahlträger. Die Oberfläche ist grundsätzlich pulverbeschichtet. Hier sieht man zum Beispiel auch, das ist ein Wagen, der schon einige Zeit im Einsatz. Ich habe zwar hier immer wieder Gummiabrieb, aber die pulverbeschichtete Oberfläche ist so gut wie unverletzbar. Wir haben drei Ebenen, die Ebene A, B und C, wobei die Ebene hier oben, die C-Ebene, die dritte Ebene, auch abnehmbar ist. Also dort, wo ich einfach keine so hohen Räume zur Verfügung habe, kann ich das Logistore-Element auch mit zwei Ebenen betreiben. Aber in dem Fall, wenn wir auch genug Platz haben, nutzen wir auch die dritte Ebene. So aufgebaut, möglichst große, schwere Räder nach unten, dann etwas kleinere und kleine Radgrößen einfach nach oben. Und wenn man die richtig mischt, so wie wir das auch in diesem Fall hier einfach sehen, bekomme ich auch ganz einfach, so wie es gedacht ist, tatsächlich 24 Räder komplett in einem solchen Logistore-Element unter. Beschriftung, Labeling, alles ganz normal, wie in jedem anderen Reifenlager auch. Hier eben einfach nur auf das Element bezogen. Das heißt, wir haben hier die Elemente durchnummeriert. Zum Beispiel ist das Element 105, der Ebene 1, 2, 3, A, B oder C. Mal, je nachdem, wie es benannt werden soll, das darf jeder selbst entscheiden. Noch etwas, was für unser Regalsystem spricht, im Vergleich zu klassischen Regalsystemen. Wir haben das Logistore-Element so konstruiert, dass ein Mitarbeiter normaler Größe, ich bin jetzt 1,78, in der Lage ist, ein Rad oder Räder mit gestreckter Wirbelsäule, also mit möglichst gesundem Rücken, das ist eines unserer Grundprinzipien, entnehmen zu können. Das heißt, gestreckt ein Rad entnehmen und mit gestreckter Wirbelsäule absetzen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Keine Flurförderfahrzeuge notwendig, keine hydraulischen Heber, Bühnen, egal, alles nicht notwendig. Einfach entnehmen, aufsetzen, fertig. Natürlich idealerweise keine 20, 22 Zoll Räder da oben, das ist natürlich wenig sinnvoll, das ist klar. Im Gegensatz zu anderen lagern wir auch nicht Räder hintereinander, sondern Sätze grundsätzlich nebeneinander. Ein zu tiefes Eindringen in Regalsystem, wie wir es immer wieder bei den statischen Systemen erleben, ist hier bei uns einfach nicht notwendig. Wobei wir uns auch oft fragen, wie das überhaupt gehen soll bei den anderen Regalsystemen. In dieser Höhe ein Rad, das dahinter steht, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise
entnehmen zu können. Wir zeigen in weiterer Folge, wie das Element zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Logisto-Elementen ein vollständiges, bewegliches Lager ergibt. Was wir auch noch zeigen werden, ist, wie es aussieht, wenn ich ein Lager entspannt habe für die Saison. Und wir zeigen einfach mal, was es heißt, ein Lager zu komprimieren, wie einfach es ist mit dem Logistore-System, ein Lager vollständig zusammenzurücken, ohne Gänge, ohne alles und in einer Halle dieser Größe plötzlich 50% Freifläche zu haben, die ich außerhalb der Reifensaisonzeiten für andere Dinge nutzen kann, wenn ich es denn will.